Und ein freundliches Hallo von euer Beneplay hier mit einer Folge von Pokémon Kristall. Wir sind wieder am Start. Wir werden heute den nächsten Try versuchen. Oh ja. Den nächsten Try. Ich habe hier den Onyx habe ich ein bisschen aufgelevelt, habe ich in mein Team reingepackt. Dafür musste leider Quapuzzi Platz machen. Aber mit Onyx vielleicht schaffen wir das. Mal gucken. Ich habe nämlich mitbekommen, dass Pikachu sein stärkstes Pokémon ist, was er hat. Und danach kommt halt so um die. Danach kommt Pokémon so um die 70. Bin ich mal gespannt, ob wir das denn schaffen. So, wir sind da. Okay. Versuchen wir unser Glück einfach mal, oder? Würde ich mal sagen. Rot. Katschu. Wird ein sehr schwerer Kampf werden. Scharrrrm. Okay, das wird echt lange dauern, ne? Aber egal. Es wird sich vielleicht ja sogar lohnen. Und wie gesagt, wenn wir gegen Rot gewinnen, war's das. Ist das Projekt vorbei? Ich weiß, eigentlich gibt's noch viel zu tun hier. Ja, aber ich sag ja, damit ist es dann abgeschlossen und dann kommt direkt die nächste Edition. Ja. Ja, die nächste Edition. Sowas wie Donner oder so kann er ja gar nicht einsetzen. Das ist ja das Gute. Aber ich mache hier halt null Damage. Das ist übel. Aber er mir halt auch so. Ach, 30 Level Unterschied und er schafft es nicht. Mich down zu machen. Top-Genesung ist natürlich jetzt bitter. Aber das Gute hier dran ist, dass wir die Tränke von Rot raustriggern können. Allesamt. Einfach bei Pikachu. Wird er auch machen. Das ist das Gute. Nur irgendwann haben wir keine. Irgendwann haben wir keine AP mehr auf den Attacken. Das sollte mich mal gleich heilen. Es ist gut, dass die Verteidigung die ganze Zeit sinkt. I like that. Okay. Ich mache mal eben hier Hypertrank. Zack.
Und weiter geht's. Top Genesung. Da ist jetzt bei Tutrank schon mal geused. Das Problem wird wahrscheinlich daran liegen, dass sie Monster zu tanky sind, halt wegen dem Level her. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie geregelt. Das wäre auf jeden Fall super nice. Aber das ist halt der... Das ist schon mal hier der Counter gegen Pikachu. Pikachu hat ja im letzten oder vorletzten Part uns alleine gemacht. So. Ja. Und somit haben wir mit Onix direkt einen Konter. Er kann nämlich keinen Donner einsetzen. Nochmal Attacken verpuffen, so und so, fast so gesagt. Also ziemlich gut. So, zwei Top-Genesungen hat er schon eingesetzt. Kommt jetzt der dritte? Keine AP mehr, okay. Gut zu geben. Kommt kein dritter mehr. Hat der nur zwei? Okay. 2133, Alter, Falter. So, was ist das nächste Monster? Psyana. Werden wir natürlich austauschen gegen Suicune. Psyana, Psycho. Glaube ich, zumindest. Suicune daher mit Eis. Ach du meine Fresse. Wow. Das hat 98 Damage gemacht. Ist Psyana kein... Oh. Warum macht das... Hä? Hä? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Lugia, unser stärkstes Monster. Mal gucken. 60 nicht effektiv und somit macht es dann auch nicht so viel Damage. Also sowas wie Top-Leber oder so, das wäre cool. Ja, aber kannst ja knicken. Puh. Das könnte hier unser... Das könnte das Monster werden, was dann Psyana erledigen könnte. Ein bisschen vorspulen, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ein Top-Genesungstrank nochmal kommt oder nicht. Scheint nicht so. Heißt, er hat, glaube ich, keine Tränke mehr. Konnte jetzt zweimal angreifen. Ist okay. Ich halte noch dreimal aus dann. Also sogar viermal, glaube ich, oder? Reicht das? Ah, es reicht nicht. Heilige, ey. Eigentlich ist ja das Ding, dass wir das überhaupt gar nicht so schaffen sollten. Gegen so eine Übermacht.
Okay. Wir haben hier einen Turtok. Der könnte reinknallen. Oh, der wird auch mit Sicherheit reinknallen. Oh, Backe. Okay, das macht auch nicht so viel Damage, das ist gut. Also Schaden ist not found. Aber der kann doch auch Solarstrahl machen, oder irre ich mich? Oh, der geht aber so langsam down. Der ist so tanky. Oh, das war ein Volltreffer. Das ist gut. Aber ich habe immer noch Angst, dass er noch eine Genesung hat. Aber auch Turtok wird fallen. Das ist sicher. Der wird down gehen. Ob das nächste Mal so down geht, das ist halt dann die andere Frage. Na, noch zweimal brauche ich. Ja. Nein! Sonst gehe ich nämlich down. Sowas wie Gift oder so, das wäre, glaube ich, auch hier gar nicht mal so schlecht. Also, er hat keine Top-Genesung mehr. Keine Tränke, so wie es ausschaut. Das ist halt gut. Er ist schon mal down. Spiegelcape? Die sind Spiegelcape. Keine Ahnung, was das ist. Bisaflor. Da sehe ich mich doch auf Noctuo. Vor allen Dingen, weil Flug gegen Pflanze ja sehr effektiv ist. Zum Sonnentag. Die Sonne scheint hell. Okay. Hui. Das war Solarstrahl, mein Freund. Huiuiui. Oh, scheiße. Ist nicht sehr effektiv. Haut aber dennoch sehr rein. Oh mein Gott. 79 Damage. Eieiei. Noch dreimal. Okay. Zweimal. Solarstrahl, wenn es jetzt voll... Okay.
Ist jetzt ein Scherz. Macht der gerade da einen Hyperstrahl? Ja, wenn ich das jetzt überlebe, wäre das natürlich jetzt Premium. Ne, Solarstrahl. Ach so! Sonne. Was du denn? Ah ja! Synthese. Oh nein. Nein, 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 nein. Weil es geregnet hat und ich wollte aber Fenster nicht zumachen. Sie darf jetzt natürlich jetzt nicht öfters Synthese machen, das ist natürlich... Komm, Volltreffer bitte! Es ist irgendwie... bitzeli verhext. Warum hat er sich denn jetzt voll geheilt? Warum hat er sich denn jetzt voll geheilt? What the fuck? Hä? Das ist ja komplett dumm. Oh, ey. Jetzt hau doch mal Volltreffer raus. Ach, leck mich doch, ey. Alles klar. Ich glaube, er hat keinen Solarstrahl mehr, ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss mal hier... So, sorry, aber ich musste das jetzt machen. Das hätte jetzt noch 15 Minuten gezogen, ey. Okay, relax so. Das könnte durchaus ein echt heftiges Problem werden. Relaxo. Sag mal, will er mich jetzt coolen? Alles klar. Oh, scheiß die Wand an. Wow. Kann sie auch ein Gift auslösen? Ich weiß nicht. Okay. Also Relaxo macht uns platt.
Nein! Okay, Freunde. Wow. Was soll ich da jetzt zu sagen? Es ist geschafft. Relaxo hat fast es noch geschafft, uns komplett wegzuholen, aber wir haben es geschafft. Wir haben Trainer Rot besiegt. 15.400 für den... Oh mein Gott. Unbelievable. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben gegen Trainer Rot, der beste Trainer, der stärkste Trainer in Kanto und auch in Yato? Yoto? Yoto, ne? Haben wir geschafft. Alter Schwedutzki. Das war schon echt eine Hausnummer. Leck mich am Arsch. Ja. Nichtsdestotrotz freue ich mich schon jetzt auf die neue Edition, die wir spielen werden. Kann ja mal eben... Kann ja mal eben gucken, welche Edition jetzt kommt. Genau. Jetzt kommt Edition Rubin. Dann kommt Saphir. Dann kommt... Blattgrün, dann kommt Feuerrot, dann kommt Smaragd. Und dann geht's mit Nintendo DS. Mit DS-Spielen weiter von Pokémon. Dafür habe ich auch schon gesorgt, dass das klappt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Also, ich hatte auf jeden Fall Spaß gehabt. Und es hat auch wirklich richtig Fun gemacht und es hat auch wirklich richtig Spaß gemacht, hier Pokémon spielen zu dürfen. Beziehungsweise die Edition zu spielen. Ich weiß, es sind noch viele Sachen, die man machen kann. Hier bei Kristall, zum Beispiel Duellturm oder die Ignitons da fangen, diese Buchstaben da, die Lösungen da zu machen. Oder vielleicht... die legendären Monster zu fangen. Aber für mich ist das unnötig, nochmal Zeit verschwenden. Deswegen freuen wir uns doch einfach auf die neue Edition, die jetzt kommt. Ja, es geht weiter mit Pokémon. Keine Sorge. Ich sage tschüss, Jordan, wir sind euer bei den Playbus, der nächsten Folge von Pokémon. Bis zum nächsten Projekt. Pokémon. Tschüss!